Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren 5-Minuten-Mittwoch hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns Rainbow Six Siege an. Rainbow Six entspringt einer ganz, ganz langen Reihe von Taktik-Shootern, die auf dem eigentlichen Buch Operation Rainbow von Tom Clancy beruhen. Wir schauen uns den neuesten Teil an, das ist Rainbow Six Siege, kam im Oktober oder November 2015 raus, also ist jetzt schon fast 2 Jahre alt letztendlich. Und über diese 2 Jahre gab es halt auch mehrere DLCs, ich glaube insgesamt 8 DLCs, konnte man sich dann auch in 2 Season Passes kaufen letztendlich. Von der DLC-Politik halte ich jetzt allerdings nicht so viel, also pro DLC kamen immer nur 2 neue Operator raus und 1 neue Karte, ungefähr, Pi mal Daumen. Und halt ein bisschen Balancing hin und her, Gedöns, wie auch immer. Also wie gesagt, das finde ich eigentlich nicht so gut. Ich habe es früher sehr, sehr viel im Singleplayer gespielt. Ich habe es früher viel im Multiplayer gespielt, als es letztendlich rauskam auch. Ich habe auch das ein oder andere, Musikvideo, wenn man so möchte, zu den entsprechenden Sachen gemacht. Genau. Überwiegend wird der Multiplayer gespielt. Ja, es gibt normale Games, es gibt Ranked Games. Da gehen wir aber gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Leider hatte ich das Spiel, wie gesagt, nicht installiert, musste es runterladen, konnte in der Frühspielversion, das heißt, wenn nur ein Drittel der Daten oder so runtergeladen ist, kann man leider nur die anfänglichen Solo-Missionen letztendlich machen. Aber da habe ich euch ein paar rausgesucht, die ich fand, die vielleicht ganz interessant sind und so weiter und so fort. Und genau, also Singleplayer spielt man im Prinzip entweder im Koop oder Solo und man spielt vor allem gegen eine Cheat-KI. Cheat-KI heißt, das Ding hat die übelsten Reflexe, ne? Du guckst nur 1 Millimeter irgendwo raus, bam, direkt Schuss und der sitzt auch meistens. So, Cheat-KI heißt aber auch, die haben ein bisschen mehr Leben, die haben unbegrenzte Munition, unbegrenzte Gadgets und so weiter und so fort, ne? Also, es gibt halt verschiedene Abstufungen, normal, schwer und realistisch. Und realistisch ist halt schon holy shit. Also da hatte ich selbst, wenn ich da einen Monat lang trainiert habe, hatte ich meine Probleme, die realistische KI zu knacken, letztendlich. Genau. Also es gibt da auch verschiedene Modi. Ne? Es gibt einmal Elimination, das heißt, du spielst Solo gegen 40 KI-Gegner und musst die alle ausschalten. Am besten noch in einer gewissen Zeit, damit du halt mehr Punkte dafür bekommst letztendlich. Dann gibt es aber auch noch Bombe finden und entschärfen. Es gibt Gebiet verteidigen. Das heißt, man hat selber irgendwie so ein Gadget, was beschützt werden muss. Und die Angreifer kommen halt in Wellen auf einen zu. Und es gibt noch das Geisel-Retten-Szenario, beziehungsweise Zielperson beschützen, was aber relativ ähnlich mit dem anderen, mit dem Gadget beschützen ist, wie auch immer. Genau, sprechen wir einfach mal so ein bisschen mehr in Richtung Multiplayer. Und zwar gibt es halt, wie gesagt, die normalen Matches und die Ranked Matches. Es wird jeweils immer 5 gegen 5 gespielt und man kann aus einem Kader von, am Anfang waren es glaube ich 10 Operator, mittlerweile sind es halt dann entsprechend 26 Operator, ne? Wenn pro DLC 2 Operator rauskommen, 8 DLCs und 16 sind 26 Operator, alles klar. Also auf jeden Fall kann man halt aus diesem Kader welche auswählen, es gibt Angreifer und es gibt Verteidiger und es gibt die sogenannten Rekruten. Ja, also, wir haben einmal auf der einen Seite diese spezialisierten, diese hochspezialisierten Einheiten, die dann zum Beispiel durch verstärkte Wände durchbrechen können, die generell, also einer meiner Lieblingscharaktere war damals sogar Sledge, der hat einen Vorschlaghammer, der kann einfach so durch Wände durchgehen, also der kann die halt kaputt kloppen letztendlich, aber es gibt halt auch Charaktere wie zum Beispiel, wie heißt der gute Dude? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, er hat so ein Gerät, das setzt er an die Wand und dann fliegen durch diese Wand durch so Granaten, die sich im Raum verteilen und alle da drin töten. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Sachen. Und das Coole ist, Rainbow Six ist ein Taktik-Shooter. Das heißt, wenn ihr einfach nur blind drauf losrennt, seid ihr ziemlich schnell tot und euer Team flämt euch dafür. Und zwar ziemlich hart. Ne? Weil ihr müsst überlegen, ihr müsst euch eine Strategie überlegen, wie ihr die Verteidigungsstrategie des Gegners aushebeln könnt. Ne? Das heißt, der Gegner hat sich wahrscheinlich in einem schwer zugänglichen Raum verschanzt. Das heißt, der hat wahrscheinlich die Decke gesichert, der hat die Wände gesichert und so weiter und so fort. Und der möchte ja möglichst, dass niemand da hinkommt. Ne? Weil er will das Ding ja verteidigen irgendwie. Und die Zugänge, die man
ja, praktisch offen gelassen hat. Da müssen dann erstmal, da müsst ihr erstmal hin und der wird natürlich auch hart verteidigt. Ne? Das heißt, es kann sein, dass da zum Beispiel Sachen platziert werden, wie zum Beispiel Sprengladungen oder Stacheldraht oder Schlag mich tot. Ne? Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Und so ein Match läuft halt so wie folgt ab. Ne? Es werden meistens 5 Runden gespielt. Man spielt Best of 5. Ne? Das heißt, habt ihr 3 Matches gewonnen, easy going. Ne? Also wirklich, wirklich easy going. Und ja, wie gesagt, die Verteidiger starten letztendlich. Die Verteidiger dürfen zuerst spielen. Beziehungsweise die haben 20 Sekunden, 30 Sekunden, um praktisch ihre Verteidigung schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Und in dieser Zeit können die Angreifer allerdings schon mit ihren kleinen Drohnen umherfahren und Sachen scouten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, hey, im 3. Stock, da legt einer die ganze Zeit überall Stacheldraht hin, dann könnte das natürlich vermuten, dass, oder natürlich heißen, dass dahinter irgendwo ein Objective liegt. Ne? Dass da eine Geisel sitzt oder, und so weiter und so fort. Ne? Natürlich darf man bei einer Geisel auch nicht so viel mit Sprengladungen machen, wie zum Beispiel, wenn man eine Bombe entschärfen soll. Ne? Also da gibt es dann noch, natürlich nochmal Anpassungen der Strategie und so weiter und so fort. Ja, und genau, dann greifen die Angreifer, nachdem diese Vorbereitungsphase abgeschlossen ist, greifen die Angreifer mit Zeitlimit an. Das heißt, sie haben, keine Ahnung, 5 Minuten. So, und in diesen 5 Minuten müssen sie etwas Bestimmtes schaffen. So, das Spiel hat Permadeath. Das heißt, stirbst du in einer Runde, bist du für die Runde tot. Kannst dann in der nächsten Runde natürlich wieder neu einsteigen. Dann ist nämlich alles auf Anfang. Dann ist das Haus auch nicht zerstört und alle haben volle Gadgets und so weiter und so fort. Ne? Aber wie gesagt, ihr kommt auf den Clou, wo ich eigentlich darauf hinaus will. Genau. Ja, im Prinzip macht das Spiel ziemlich, ziemlich, ziemlich viel Spaß, wenn man das mit einer vollen Fünfergruppe spielt. Ja, das heißt, ihr seid zu fünft. Und ihr habt Bock da drauf und ihr sagt, yo, wir spielen heute zusammen. Und dann sprecht ihr euch ab. Und also ohne Scheiß, Leute, das macht richtig, richtig Hammer Spaß. Was nicht Spaß macht, ist die Solo-Queue. Das heißt, ihr spielt alleine und ihr ärgert euch die ganze Zeit, dass eure Charaktere weggepickt werden. Ihr ärgert euch, dass die Leute zu dumm sind, eine vernünftige Verteidigung aufzubauen und so weiter und so fort. Also im Prinzip, wie in jedem anderen Online-Spiel, wo man sich aufregen kann, auch. Also. Wenn ihr euch aufregen wollt, ist dieses Spiel nichts für euch. Ansonsten könnt ihr es machen. Ihr müsst aber vermutlich Geld reinstecken für den ganzen DLC-Kram. Sonst habt ihr halt nicht alle Operator und nicht alle Karten und das ist halt auch scheiße. Ne? So, aber an sich, sonst ist es okay. Also, es hat mir damals Spaß gemacht, es hat mir heute auch wieder Spaß gemacht und ich glaube, wenn ich mich noch ein bisschen reinfinden würde, dann könnte ich da auch wieder. Ich sage mal, emotional mehr Spaß dran haben, auch mal einen Abend lang zu streamen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Uiuiui. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal, würde mich mega freuen. Was mir noch ein persönliches Anliegen ist, ich möchte nochmal eure Meinung wissen. Wie findet ihr diese Umfragen in den Infokarten? Findet ihr die gut? Findet ihr die nicht gut? Mir geben die auf jeden Fall sehr, sehr viel Insights, was ihr wollt. Ne? Letztendlich haben wir daraus ja auch den abgecheckt Sonntag gemacht, ne? Also ein separates Format für Mobile Games und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Kommunikationsmöglichkeit zwischen euch, den Viewern und mir als YouTuber. Und ich finde, wenn wir das ausbauen könnten, fände ich das super. Und ich habe ein kleines Ziel. Bis Ende des Jahres sollen die 5000 Subs auf diesem Kanal stehen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das zusammen schaffen können. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns in einem der nächsten Streams oder am Abgecheckt Sonntag oder im Live-Check oder nächste Woche beim 5-Minuten-Mittwoch. Macht's gut, bis dahin. Haut rein.